Hallo! Die gute Nachricht erst einmal vorweg. In Deutschland gibt es an staatlichen Hochschulen keine Studiengebühren. Allerdings können andere Kosten entstehen. Diese werden zum Beispiel für die freie Nutzung von Bus und Bahn sowie die kostengünstige Verpflegung in der Mensa erhoben und oft als Semesterbeitrag bezeichnet. Und weitere Kosten? Klar, die gibt es. Mietkosten, Kosten für Verpflegung, Hobbys, Kino oder für einen Abend mit Freunden. An vielen Hochschulen gibt es auch tolle Sportangebote. Gegen geringe Gebühren kann man an exotischen Kursen wie Eskimotieren oder Hula-Hoop teilnehmen. Es gibt aber auch gängige Sportarten wie Fußball, Radfahren und Tanzen. Zusammenfassend kann man sagen, kaum ein Land der Welt bietet seinen Studierenden so tolle Chancen, ein Studium aufzunehmen.